Wenn wir in die Schule gehen, dann lernen wir von einem Lehrer. Wir kommen da in der Regel hin. Wir wissen vielleicht noch nicht mal, wie man liest und schreibt in der ersten Klasse. Aber wir lernen das von einem Lehrer. Er bringt uns das bei. Und dieser Lehrer, er hat vorher schon Lesen und Schreiben gelernt. Von wem hat er Lesen und Schreiben gelernt? Auch von jemandem, der von einem anderen Lehrer Lesen und Schreiben gelernt hat. Und so setzt sich die Kette fort. Wissen kann man ja nur erhalten von jemandem, der noch mehr Wissen hat. Sonst bekommst du ja kein Wissen. Und setzt die Kette immer weiter zurück, dann kommst du irgendwann zum ersten Menschen. Alles hat angefangen mit einem Menschen, mit Adam. Und die Frage ist, woher hat er Wissen bekommen? Das bedeutet, am Anfang der Kette muss jemand gestanden haben, der den Menschen gelehrt hat, der kein Mensch war. Und das war Allah subhanahu wa ta'ala. Allama al-insana ma lam ya'lam. Er hat den Menschen gelehrt, was er nicht wusste. Wissen, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, gibt es drei verschiedene Arten. Es gibt einmal das ganz einfache Wissen, was jeder Mensch hat. Es ist das, was du siehst und hörst. Ich sehe, heute sind hier so und so viele Leute. Daher weiß ich, es sind, keine Ahnung, 10 Leute hier in der Moschee. Ich höre, dass nebenan ein Geräusch ist. Ich weiß nicht, die Kinder spielen Fußball. Dann weiß ich, da spielen Kinder Fußball. Das ist ganz einfaches Wissen. Das nimmt man auf durch seine Sinnesorgane. Dann haben wir noch Wissen, was man schlussfolgern kann. Das war die zweite Art. Etwas, was du nicht siehst, aber du kannst es dir denken oder vorstellen, schlussfolgern, dass es was gibt. Einfaches Beispiel, du siehst irgendwo Rauch, dann weißt du, es gibt dort ein Feuer. Das ist die zweite Art. Und es gibt die dritte Art von Wissen, hatten wir beim letzten Mal gesagt, das ist Wissen, was nur von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Es gibt eine bestimmte Art von Wissen, die kommt nur von Allah. Offenbarungen gehören dazu und andere Arten von Wissen. Eine Art von dem Wissen, was nur von Allah kommt und was er den Menschen direkt gelehrt hat, das ist die, dass Allah der einzige Herr des Menschen ist.